Eine tolle Schauspielerin, eine tolle Moderatorin ist heute zu Gast. Ich freue mich sehr. Cheryl Shepherd, wie geht's dir und wo bist du? Es geht mir blendend. Ich bin zu Hause in Rendsburg und genieße den Tag. 2021 konnten wir dich sehen bei Catweasel und bei Rosamunde Pilcher. Liebe und andere Schätze. Gibt es denn Sachen, auf die wir uns freuen können, dass wir dich bald wieder öfter sehen? Also man wird mich ganz bestimmt bald, sehr bald auf der Bühne sehen. Und als erstes in Heilbronn. 12 Vorstellungen. Taschen, Schuhe, Männer heißt die Komödie mit Bernhard Bettermann. Und im November dann in Hamburg in der Komödie Winterhuder Fährhaus mit dem gleichen Stück. Sehr schön, sehr schön. Ich freue mich nämlich immer, wenn ich dich sehe. Und ich glaube, dass wir in Deutschland ein Problem haben damit, Frauen aller Altersklassen eine Bühne zu bieten. Das kann sein. Also es heißt eher so, Frauen, die graues Haar haben, haben es schwieriger, würde ich sagen. Also Frauen mit dunklem Haar, so wie ich es früher hatte, das lief besser. Und jetzt muss ich gucken, was mache ich? Werde ich wieder jünger oder stehe ich zu dem, was ich bin? Und du hast dich aktuell für ich stehe dazu, was ich bin, entschieden. Ich finde das einfach cool, so sein zu dürfen, wie man ist. Ich finde auch, dass du super aussiehst so. Danke. Wir konnten dich in den letzten Jahrzehnten in so wunderbaren Rollen sehen und wir sprechen heute über einige. Ich glaube, der ganz große Wurf für viele war damals 1997 bis 2000 hinter Gittern der Frauenknast. Da warst du in 80 Folgen Susanne Teubner. Was war das für eine Frau? Ja, das war eine Frau, die eigentlich völlig falsch beraten war, den falschen Anwalt hatte und wirklich... Gut, sie war nicht unschuldig. Sie hatte sich gewehrt und durch das hat sie einen Menschen, ihren Ex-Mann, umgebracht. Das ist nicht so richtig. Aber dieser Mann war kein guter Mann für sie und war auch kein guter Vater für ihre Kinder. Und was macht man, wenn man im Affekt handelt? Dann kann es halt auch wirklich mal schief gehen. Und hinter Gittern brauchte ja ein paar Insassen, ja. Also man konnte ja nicht einfach alle nur wieder freilaufen lassen. Und so kam es halt, dass Susanne an einen richtig linken Rechtsanwalt kam, den ihre Schwiegermutter, also die hat das organisiert und hat vermutlich die Sympathie für ihre Schwiegertochter verloren. Gut möglich, wenn sie ihren Sohn umgebracht hat. Ja, die wollte das auch nicht wahrhaben, dass ihr Sohn sowas getan hat. Frauenknast, also hinter Gittern ist ja nach wie vor eine unfassbare Legende. Was sind so deine ersten Erinnerungen, die da vor Augen wiederkommen? Naja, einfach erstmal ganz viele Frauen am Set. Und unterschiedlichen Alters, ganz unterschiedliche Typen. Wir hatten eine Menge Spaß zusammen. Wir haben Partys gefeiert, wir waren wirklich eng miteinander. Wir haben Stunden miteinander verbracht, Tage und Monate. Und wir haben oft unter der kalten Dusche gemeinsam gestanden. Das weiß nämlich noch keiner, glaube ich. Wir haben ja viele Duschszenen bei Hintergittern gehabt. Ich behaupte, das war die cleanste Serie im deutschen Fernsehen überhaupt. Wir haben regelmäßig so 2 Stunden gedreht an einem Bild. Und damit die Kameras nicht anlaufen und wir nicht plötzlich einen David Hamilton-Touch haben, haben wir kalt geduscht. Ist auch schön. Gott, 2 Stunden kalt duschen. Immer wieder. Natürlich kurz hat man das Wasser wieder ausgemacht. Wir durften uns kurz wieder ein bisschen aufwärmen und dann ging es weiter mit dem Zähneklappern. Eieiei. Und was war das damals für ein Mega-Erfolg? Ich hatte sowieso den Eindruck, dass in den 90ern Serien möglich waren, halt mit Frauen im Fokus, starken Frauenfiguren, Xena, Roseanne bei Akte X, Scully oder eben hinter Gittern, wo wirklich dieser weibliche Hammer-Cast, was für großartige Momente es da gab. Unglaublich. Seid ihr heute noch in Kontakt oder, weil es ist ja schon eine ganze Weile her, ist das alles auseinandergegangen? Jein. Also es ist auseinandergegangen. Aber es gibt so 1, 2, denen ich noch hin und wieder begegne.
bei Events. Und aber da steht nicht mehr hinter Gittern quasi auf dem Programm, worüber wir reden, sondern da sind wir schon im Hier und Jetzt angekommen. Glücklicherweise. Wir bleiben ein wenig in der Vergangenheit. Die großartige Jutta Kammann, aber auch Maren Gilzer waren hier schon zu Gast und haben erzählt über die schönen Jahre bei In aller Freundschaft. Und du warst 12 Jahre lang dort als Dr. Elena Eichhorn. 483 Folgen. Ich finde, das ist so. So genau weißt du das. So viel. Das ist so krass viel. Man hatte so den Eindruck, einige tolle Frauen, etwas älter, wurden dann gefühlt alle zeitgleich nach Hause geschickt. Wenn du jetzt zurückblickst auf diesen Abschlussmoment, ist der gut? Ist der nachvollziehbar? Oder ist das etwas, bei dem du sagst, das lief jetzt nicht so geil? Wir waren ja unterschiedlich alt. Ja, ich war 48. Und mit 48 gehört man jetzt auch quasi in der Berufswelt als Ärztin noch nicht zum alten Eisen. Also wenn man ein bisschen realistisch sein will im Fernsehen, dann ist 48 eigentlich eine Zeit, wo man noch richtig voll sein Können ausübt und auch sein Können und seine Erfahrungen weitergibt. Im Fernsehen gibt es unterschiedliche Regeln, ganz andere halt auch. Da tendieren wir alle dazu, oder wir jetzt, ich möchte mich da eigentlich jetzt rausnehmen. Ich tendiere nicht dazu, dass ich in erster Linie Charakteren sehen will, die erheblich jünger sind als ich. Ich gehöre zu denen, die gerne sich auch mit einem Alter und mit einem Charakter identifizieren. Und das gelingt mir jetzt halt mit 16-, 17-Jährigen nicht so. Auch mit 25-Jährigen habe ich meine Schwierigkeiten, wenn ich jetzt halt schon, ich bin jetzt, glaube ich, 56, ja. Also ich würde es extrem begrüßen, wenn diese Vielfalt von Alter und unterschiedlichem Aussehen in unserem Fernsehen, auch mit den Geschichten, die dazugehören, wenn die realistisch erzählt würde und diese Angst, die jungen Zuschauer zu verlieren, man hat sie schon längst verloren. Und sie jetzt zu holen, zurückzuholen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber was wir machen können beim Fernsehen, wir können die Alten auch noch verlieren. Und dann gucken wir, wo wir dann stehen. Das war eine ganz wundervolle Antwort, aber meine Frage hast du nicht beantwortet. Oh, dann war das jetzt, vermutlich wollte ich das einfach loswerden. Das finde ich gut. Ich finde das sehr gut, dass du das getan hast, weil das ist wahrscheinlich auch wichtiger als die Antwort auf meine Frage. Denn das, ich bin da völlig bei dir. In Amerika sehen wir das bei vielen Serien, dass da eben, es geht ja auch um einfach Erfahrung, die man über die Jahre sammelt. Und natürlich hat eine Schauspielerin, die 30, 40 Jahre bereits performt und ihr Handwerk immer besser gemacht hat, natürlich auch einfach was zu zeigen, was zu erzählen und kann auch Emotionen zeigen, die sie vielleicht wirklich in 30, 40 Jahren einfach erlebt hat. Und deswegen schade. Und ich glaube, viele Leute hätten noch gerne dich weitergesehen, auch bei den Männlichen. Ne? Michael Trischan war auch vor kurzem hier und hat erzählt, dass das Ende nicht gut war. Und ich glaube, wie du hast es perfekt in Worte gefasst. Also wenn man nicht aufpasst, verliert man die Alten auch noch. Die letzte Rolle, über die ich mit dir sprechen möchte, ist Sydney Flickenschild. Das warst du 199 Folgen bei Rote Rosen in der 13. Staffel. Ist Sydney und sind die anderen Figuren, sind die noch irgendwo in dir oder sind die alle gut weggelegt, abgespeichert und bye-bye? Sydney ist noch gut vertreten in meinem Kleiderschrank. Ich habe etliche Kostüme von Sydney nach Hause nehmen dürfen. Und hin und wieder schlüpfe ich in was von Sydney Flickenschild. Und das sind natürlich auch immer wieder lustige und schöne Momente für mich. Also hinter Gittern hat das jetzt weniger gemacht. Aber ich denke gerne an die Zeit von Sydney Flickenschild zurück und vor allem auch an ihre ganzen Kollegen. Ja. Es war eine ganz tolle Zeit. Es war eine extrem intensive Zeit. Also diese 191 Drehtage, die habe ich ja mehr oder weniger am Stück oder nicht mehr oder weniger wirklich am Stück runtergerissen. Und es war einfach intensiv. Das waren extrem lange Tage und da musste ich das mir irgendwie schön machen und ich hatte ein wahnsinnig großes Glück mit meinen Kollegen. Also das war wirklich, das hat von Anfang an funktioniert und mit denen bin ich auch
tatsächlich noch in engerem Kontakt und überlege auch hin und wieder mal, ob wir wieder so ein kleines Treffen machen können. Aber auch da geht das Leben weiter und die verschiedenen Leute sind an verschiedenen Sets oder auf Theaterbühnen unterwegs. Also so richtig einfach ist es gar nicht, alle Leute wieder zusammenzutrommeln. Wie wichtig ist es, dass man dann diesen Moment wirklich genießt? Enorm wichtig. Also ich wusste ja auch, dass dieser Moment auch wieder vorbeigehen wird. Aber auf der anderen Seite habe ich es nicht für möglich gehalten, dass es wieder vorbeigeht. Also gerade weil man muss sich das nochmal anders vorstellen, wenn man eine Telenovela macht, wo man sich jeden Tag sieht. Und bei anderen Dreharbeiten sieht man sich vielleicht den einen und den anderen und dann mal auch eine Woche oder mal 3 Wochen nicht. Aber bei dieser Geschichte waren wir jeden Tag gefühlte 12 Stunden miteinander und nachher haben wir noch gemeinsam Text gelernt. Also im Sommer draußen im Biergarten und ja im Winter auch gerne mal bei mir in der Stube. Aber ich höre trotzdem viel Liebe raus. Ja, da ist viel Liebe. Da ist wirklich viel Liebe. Ja, das schön, dass du das hörst. Und zurzeit, so wie die Sachen gerade liegen in deinem Leben, bist du an einem Punkt, an dem du sagst, wunderbar? Oder da gibt es noch Baustellen, bei denen du sagst, da will ich jetzt als nächstes direkt ran? Eine Baustelle, die ist jetzt gerade dabei, sich... Also ich habe vor Jahren erzählt, dass ich an einem Buch arbeite, beziehungsweise ich habe schon von 3 Büchern... Also ich hatte mit 3 Büchern angefangen und das letzte Buch, von dem ich erzählt habe, das nimmt jetzt richtig Form an und das freut mich. Ich glaube, das freut ganz viele. Ich bin gespannt, wann das Buch rauskommt und freue mich, dass du heute ein wenig mit uns erzählt hast. Cheryl Shepherd zu Gast in der Web-Talk-Show. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber eigentlich schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Und ich bin gespannt, was das gleich sein wird. Du hast noch einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt, sagt das, was euch auf dem Herzen liegt. Man denkt ja immer, dass man sich so zurückhalten muss und nicht wirklich sagen kann. Aber glaubt mir, sagt einfach, was ihr auf dem Herzen habt. Das ist gut für euch. Das macht die Schultern auch leichter. Und mehr Leute, als man glaubt, können mit der Wahrheit sehr gut umgehen. Wir sehen uns morgen. Wie jeden Abend zur Web-Talkshow und jetzt die heutigen Abschlussworte von Cheryl Shepherd. Bis dann. Ich möchte euch darauf aufmerksam machen, tatsächlich, was wollt ihr im Fernsehen sehen? Wollt ihr Frauen sehen, also eine 50-Jährige, die von einer 35-Jährigen gespielt wird und behauptet wird, mit 35 sieht man aus wie 50 oder umgekehrt? Also, mich würde das extrem interessieren und schreibt doch einfach mal an die Sender. Gebt eure Stimmen raus. Uns Schauspielerinnen, die 50 überschritten haben, würde das auch sehr interessieren, was das auslöst. Danke.